Leute, was geht ab? Schaut, dass ihr euch das anschaut, heute mit einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Aber wir gucken auf jeden Fall rein, Leute, bei unseren guten Fritz Meinecke, muss man reingucken. Geisternetze, verlorene Fischernetze aus der Ostsee geholt. Da würde er wahrscheinlich wie ein Schatz drin sein oder so. Oder ein Panzer oder irgendwas. Oder, ja, gleich mehr Details. Wir müssen erstmal das ganze Zeug hier raufbringen. So, Freunde, also man muss dazu sagen, alle anderen sind hier von Bord mit einem Trockentauchanzug. Warte. So. Und ich bin der Einzige, der jetzt erstmal in das Anzug, in Algenmann reinschlüpft. Und das bei? Ja, keine Ahnung, 4 Grad Wasser. Nee, was ist das? 8 Grad, 4 Grad? 8 Grad? Nee, super, ich freu mich, geil. Los. Bro, ich wusste gar nicht, dass es so einen Anzug gibt, dass man tauchen gehen kann, ohne nass zu werden. Wie geil ist das denn? Hose aus! Das sieht sehr kalt aus. Ja, Fritz, das ist halt der größte Spaß am Tauchen, so diese Wettergeschichte. Und deswegen mache ich den Spaß auch alleine, ne? Richtig. Weil das so viel Spaß macht. Ey, wie alt ist denn das Video schon? Das muss er ja im Winter aufgenommen haben. Oha. Ganz genau. So waren wir früher auch tauchen, Flo, weißt du das, ne? Flüssiger Sonnenscheinmischte. Aber das Schöne ist, guck mal, wie du jetzt schon in den Anzug schlüpfst. Jeden Abend trainiere ich einmal rein mit Stoppuhr. In den Anzug oder? Guck mal. Das ist eine Verbesserung um 460. Einfach so ein. Fritz hat leider nur einfach so einen Neoprenanzug. Der nächste Schritt, du bist da drin und wenn Ja. Fritz hat so einen Neoprenanzug, aber die anderen haben so einen Anzug, wo anscheinend kein Wasser reinkommt oder nicht? Oder bin ich jetzt doof? Oder so, kommst du ja nicht schnell in deinen Atem wieder. Deswegen den als erstes ran. Ich ziehe. Ja, das ist das. Ja, super. Du nimmst den. Und Kopf runter. Zack. Und hast den nächsten. Ja, dann nehme ich den. Gleich hier. Und dann kannst du noch mit deinem Arm rausgehen. Und guck mal, wie weit ich da weg bin. Und das Ach ist so, alles es geht gut. Um die Länge, dass man... Es geht um die Länge. Wegen Corona. Wir haben eine Bewegungsfreiheit. Meter Abstand. Ja. Ist exakt 1,5 wegen Corona. Ja. Ah, cool. Und dann kannst du mal einspitzeln. Was finde ich? Spitzel mal ein ins Wasser. Komm. Das ist Spitzel. Einfach rein. Ja, rein. Spitzel mal ein. Komm. Gut. Guck mal. Ah, Fritz kann auch alles, ne? Das ist ein richtiger Teufelskerl. Der kann tauchen, Alter, der kann Fahrrad fahren. Alles, krank. Wiedersehen. Da ist er. Geht gut unter. Algenmann ist hier schon wieder eingepellt, ihr habt es gerade gesehen. Die Jungs bereiten gerade ihre Ausrüstung vor. Wir haben gerade noch die ganze neue Ausrüstung von mir angepasst, angeschlossen. Extra, danke für den Sub, Bro. Wie schon erwähnt, bin ich der Einzige im Nasstauchanzug. Das wird eine arschgeile kalte Nummer. Es regnet. Ja, Robert meinte, wer hier tauchen kann, der kann überall tauchen. Von daher, wenn scheiße, dann mit Schwung. Wir haben den Zuschauern noch gar nicht erklärt, was hier überhaupt die Mission ist. Die wissen überhaupt nicht, was hier Phase ist. Ich auch nicht. Doch. Doch. Also, pass auf. Es gibt in der Ostsee und in der Nordsee und in allen Weltmeeren eigentlich super viel Fischerei, jeglichster Art. Ob das jetzt ein Schleppnetz ist oder ein Stellnetz oder eine Reuse oder so. Und ab und zu geht da mal so ein bisschen was verloren. Und das passiert in Europa mehrere tausend Mal pro Jahr. Allein in Deutschland schätzt man so 10.000 Netze, Netzteile, Reusen, Angeleien und so weiter. Netzteil habe ich auch hier am PC. Also alles Mögliche geht verloren und das bleibt dann da unten liegen. Eigentlich ist das die Aufgabe der Regierung, das zu bergen oder der Fischer. Das ist ein EU-Recht, dass man das melden muss, wenn man ein Netz verloren hat oder dass man es sogar bergen muss. Das machen jetzt nicht alle, also eigentlich eher die wenigsten. Und wir untersuchen ja die Ostsee und Nordsee wissenschaftlich. Und dabei machen wir zum Beispiel Schleppkamerafahrten und sehen immer wieder auf unseren Kamerafahrten, wenn wir den Meeresgrund untersuchen, da liegt jetzt ein Netz. Und dann drücken wir schnell papp, auf den Punkt, GPS-Punkt und haben dann eine Netzverdachtsposition. Und die fahren wir jetzt ab, gucken, ob da wirklich ein Netz liegt. Und wenn da eins liegt, dann holen wir das auch raus. Ganz einfach, weil uns das einfach stört. So, und weil das scheiße ist und weil da Schweinswale drin verhaken können und Seevögel und Fische und das darf... Die Märchen, die finden jetzt so einen Wal da drin, das wäre natürlich nicht gut. Darf nicht sein und deswegen muss der Mist raus. Aber das ist krass, machen die das ehrenamtlich oder kriegen die auch Geld dafür? Das ist heftig, ne? Aber die müssen das ja auch irgendwie alles finanzieren. Heftig, krass. Ehreaktion. Hier sind der rote Punkt, hier ist die Markierung, Distanz von 155 Meter noch. Und da wird jetzt draußen ein Bleigewicht mit Boje abgeworfen. Und da werden wir dann runtertauchen, quasi als Orientierung. 100 Meter! Ach, hier sehen wir jetzt die Wassertiefe, ne? Ja, genau. Wir haben aktuell hier 3 Meter nur. 50! 3, 2 und weg! Ja. Bro, nur 3 Meter Wassertiefe? Guck mal! Die sind da mitten auf dem Meer gefühlt und das ist nur 3 Meter tief. Das ist nicht mal tief, ne? Ich hätte mir das tiefer vorgestellt.
Die chillen nicht auf dem Sofa, sondern in der Ostsee, ja. Es fehlt leider der Wind. Ich wollte gerade sagen, der Wind. Das ist jetzt einfach nur eine Standflagge, dass wir hier ankern? Das ist sehr gut, dass du das überhaupt mal erwähnst. Das ist eigentlich die Taucherflagge. Das bedeutet, dass sich die anderen Boote, Motor- oder Segelschiffe hier schön von uns entfernt halten sollten. Ah. Das Problem ist, keiner weiß, was eine Tauchflagge ist. Aber das lernt man ja beim Bootsführerschein eigentlich. Ja, das stimmt. Und beim Tauchschein habe ich auch gelernt. Man vergisst es sehr, sehr schnell. Und das ist vielleicht an der Stelle gut zu erwähnen, dass wenn man unser Boot mal sieht und wir haben tatsächlich die Tauchflagge gehisst, dann wäre es total nett von euch, wenn ihr euch ein bisschen entfernt haltet, weil dann haben wir meistens Taucher im Wasser, so wie jetzt. So, wir rödeln uns jetzt an und dann geht das runter. Ne? Wir haben eine Wassertiefe vorne. Wieder was gelernt, Leute. Gerade. Anker. Richtig. Oh. Wenn ich da mit meinem Paddelboot langkomme, Alter, dann sage ich, ey, komme ich da nicht ran. Richtig. Aber das gefällt mir schon mal. 3 Meter, das ist okay. Das wird gut, Freunde. So, ich wechsle jetzt gleich auf die andere Kamera, weil unter Wasser und so weiter, es ist gar nicht so einfach zu filmen für euch. Mit dem ganzen Geröde. Oha! Die haben richtig so James-Bond-Dinger. Tschüss, Alter. Ja, Freunde, hier ein sehr gutes Beispiel, wie man es nicht macht, denn so haut's einem mal ganz schnell die Maske vom Kopf, was mir dann wenige Minuten später auch noch passiert ist. Man nutzt natürlich seine Hand, um seinen Atemregler und seine Maske zu fixieren und lässt sich dann ins Wasser plumpsen. Wunderbar. Super. So, ihr paddelt jetzt hin zur Boje. Und dann gucken wir mal, ob wir es finden. Hey, tauchen hätte ich auch schon mal Bock drauf, aber ich glaube, in Deutschland tauchen ist nicht so geil, ne? Weil du siehst ja gar nichts in der Grütze. Guck mal, das ist alles einfach grün. Unser erster Fund an diesem Tag war ein altes Stahlkabel, was hier schon völlig... Bro, aber ich glaube, Alter, so im See oder im Fluss, da findest du schon auch krasse Sachen drin, ne? Dürfen wir das eigentlich? Darf man eigentlich so einen Fluss einfach so lang tauchen? Bro, da werden doch die Leute übelst viel reinschmeißen, so, wisst ihr? Und vom Boot so... Wisst ihr, wo ich lang tauchen würde? Da, wo die Leute irgendwie mit Paddelboot und so langfahren. Weil dann, überlegt man, da fliegt so eine Goldkette ins Wasser. Boom. Ihr taucht da lang, weggegrabt das Ding. Da fliegt auf einmal so ein Gold... Diamantring, Leute. Für 100.000 Euro fliegt ins Wasser. Ihr taucht da lang und findet ihn. Wie geil wäre das? Zugewachsen ist. Und Robert hat es ja anfangs schon erzählt. Ja, bestimmt Genehmigung. Das verschiedene Netzverdachtpositionen. Das heißt, wir wissen gar nicht, was sich dort unten befindet, müssen dann jedes Mal runter. Ach, das ist geil. Die wissen gar nicht, was da ist. Untertauchen, um dann wirklich vor Ort zu gucken, ist es eventuell ein Netz, ist es nur eine Muschelbank, ja, vielleicht auch Holz oder wie Safe, in diesem Fall, dann ein altes Stahlkabel. Was machen die damit jetzt? Bro, das sieht so kalt aus. Vom ersten Tauchgang auch in der Ostsee. Bro, Fritz war doch danach safe krank gewesen, oder? Das sieht so kalt aus. Boah. Position Nummer 2, vielleicht diesmal Netz. So, Robert ist der Nächste, der hier reinflatscht. Danach bin ich dran. Ich switch wieder auf die Unterwasserkamera. Kleines Statement zwischendurch. Robert hat gesagt, die sollen den Bart draußen tragen. Natürlich, das ist Ritterstyle. So macht man das. Okay. Ich lerne nie aus. So, Kamera weg, rein ins Wasser. Hm. Ah, wisst ihr, warum die das machen, Leute? Ich glaube, Luft einfach rauslassen, dass die runter können, ne? Ja, überleg mal, man könnte so Unterwasser-Stream machen. Das wäre auch irgendwie lustig, Alter. Beim zweiten Tauchgang ging es dann schon deutlich tiefer. Die Sichtweite war jetzt nicht wirklich vorhanden. Aber das ist ja generell in der Ostsee etwas schwierig. Und wir haben jetzt hier einen alten Holzbalken entdeckt. Woher der stammt, ja, lässt sich auch wieder nur erahnen. Oha. Aber zumindest kein Netz. Da ist einfach ein Schiff untergegangen. Ein Piratenschiff. Das ist übelst laut, ich habe keine Ahnung, ob mich versteht. Wir fahren jetzt zu Spot Nummer 3 und vielleicht finden wir jetzt Netz. Mal gucken. Einfach Fritz auch mal bei den Navy Seals.
Das war nur so eine Zeit gewesen, wo das mal ging, oder? Beim dritten Tauchgang haben wir uns dazu entschieden, einen Suchkreis zu bilden. Unten an dem Gewicht ist eine Spule befestigt. Die haben wir so circa 5 Meter abgewickelt und dann wieder befestigt. Und dann sind wir mit der Spule in der Hand quasi einen großen Kreis rund um das Gewicht getaucht, haben später dann den Radius nochmal erweitert auf 10 Meter und sind somit quasi immer Kreise um die abgeworfene Boje geschwommen, um dann halt ja einfach das Gebiet abzusuchen, ob wir eventuell dort ja Netzüberreste finden. Aber die Ausbeute war bisher mager gewesen. Ist natürlich gut, aber Netz war noch nicht dabei. Braucht man eigentlich, um so tauchen zu gehen, so einen Tauchführerschein oder kann man das einfach so machen? Bei diesem Tauchgang haben wir mittels Tauchscooter den Suchradius deutlich erweitert und konnten natürlich in kürzester Zeit eine größere Fläche absuchen. Irgendwann sind wir dann tatsächlich fündig geworden und haben das erste Netz entdeckt. Das war alles schon ziemlich zugewachsen, was aber nicht bedeutet, dass es jetzt weniger gefährlich ist. Wir mussten auf jeden Fall aufpassen, dass man sich bei den schweren Sichtbedingungen nicht selber noch irgendwie in dem Netz verhakt. Das Ganze habe ich dann festgebunden, sodass wir das von oben vom Boot aus dann später hochziehen können. Wir haben das Ganze uns noch ein bisschen angeguckt und dann auf einer Länge von ca. 100 Metern durchtrennt. Unten wurde es dann auch schon, ja, ganz schön kalt, also schnell wieder nach oben aufgetaucht und dann stand die Bergung an. Auch Sportler tauchen, denke ich. Ja, ist glaube ich auch wichtig, dass nicht jeder Dulli tauchen kann, oder? So, dann holen wir erstmal das Ding hier rüber. Mein Knoten hat gehalten, das war das viel Wichtigere. So. Und die Scheiße ist, jetzt siehst du das, wenn sie das aufstellt unter Wasser, der Schweinswal ballert da rein oder der Vogel und das war's dann. Oder der Taucher. Und du siehst ja die Sichtweiten da unten. Das ist, wenn du da drin endest, das ist ein schwacher Abgang. Das wäre scheiße. Sehr gut. Oh, warte, ja. Warte, kriegen wir die hier? Kriegst du die noch raus? Boah. Jawohl. Einfach Mr. Krabs. Wie die sich schon freut. Einfach alles durchschneiden, was du hier so siehst. Und dann kannst du den Rest meistens wegziehen. So, Fritzi, kannst das du überhaupt nehmen, dein erstes gerettetes Tier. Aber es will auch nicht ganz loslassen. Mit Uli mit. Ist ja verliebt jetzt. Jetzt? Ja, jetzt habe ich hier auch. So, das ist das erste Tier, was du aus dem Geisternetz gerettet hast. Tschüssi, Mr. Krabs. Imagine, der verändert sich jetzt wieder da drin und zieht ihn nochmal hoch. Warte, jetzt kommt hier die neue Mr. Krabs, oder? Die ist ja erst einmal wieder zurück. Er ist ja, einmal wieder da. Der ist ganz so fest. Perfekt. Der geht auch hier. Tschüssi, komm. Ja, immer mal so ein bisschen schimmeln, bitte. Denkt auch mal die Kleinen an. Stani, würdest du auch so aus Spaß tauchen gehen? Ja, klar. Hier ist Fisch. Fisch und Krabben. Also ich war damals in Ägypten schnorcheln gewesen öfters. Das ist natürlich nicht so geil wie tauchen, aber es war auch cool gewesen. So, Fische beobachten. Haben sie jetzt alle am Fisch dran? Na klar, was soll denn auch sonst sein? Hau, kannst du mal rauszuhauen, das Gott. Lass mal hier den... Was ist denn das? Den Lachs raus. Ach, mein Gott. Hä? Naja, das hängt halt fest hier, der Aal, ne? Hä? Oh, da unten jetzt nochmal, jetzt komm hier. Zack! Ey! Hä? Achso, Krabben war da. Na klar, was soll denn auch sonst sein? Ist denn da Fisch? Hau, kannst du mal rauszuhauen, das Gott. Lass mal hier den Lachs raus. Ach, da ist die Krabbe. Mein Gott. Naja, das hängt halt fest hier, der Aal, ne? So. Oh, da unten jetzt nochmal, jetzt komm hier. Zack! Ey! Das ist ein Fisch? Der kann hier, da hilft es nicht mehr. Ah, hier, da, ah. Tschüssi, komm, lass los. Hallo. Und Tschüssi. So, jetzt Ende hier. Jawohl. Boah, guck mal, das ganze Ding ist schon voll. Modetechnisch reiße ich heute auf jeden Fall hier einen Pokal ab.
Guckt euch ihn an hier. Schön im Overall, drunter noch den Neo. Herrlich, die Sonne kommt raus. So, guckt euch die Scheiße an. Hier haben wir noch ein Stahlgewitter mit Netz verworren. Das ist unser Schleppnetz. Alle möglichen Müllteile, die Autoreifen. Und dann beginnen hier. Guckt euch das an. Die ganzen Geisternetze. Alles. Das sind alles Stellnetze. Und dann liegt der komplette Strand voll bis hinten gegen. Aus einem Anruf, einer Idee, folgt Großes mit ganz viel Team-Effort. Ich bin so stolz auf alle, die mir hier geholfen haben. Vielen, vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall Daumen nach oben, gern auch die Links unten in der Videobeschreibung abchecken. Ja, das ist Robert nochmal verlinkt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren nicht vergessen. Top. Ciao. Fritz hat wieder gute Arbeit geleistet, Leute. Ich bin stolz, ich bin sehr, sehr stolz, mega stolz.